Weeth, eine lebens- und liebenswerte Stadt an der Oder. Der kreative und vielfach ausgezeichnete Stadtumbau ist Vorbild für zahlreiche Gemeinden in ganz Deutschland. Rund 36.000 Einwohner leben in der wunderschönen Natur der Uckermark und pflegen das gute Verhältnis zum Nachbarn Polen. Die Stadt ist Tor zum deutsch-polnischen Nationalpark. Gleichzeitig ist sie mit Mineralöl- und Papierindustrie ein bedeutender Wirtschaftsstandort. Hier lässt es sich leben und arbeiten. Doch sehen Sie selbst und lassen Sie sich überraschen. Der Chor der Musik- und Kunstschule mit dem weltbekannten Abendlied von Johann Abraham Peter Schulz, der in der Residenzstadt Schwedt lebte und komponierte. Schwedt wartet mit Überraschungen auf und ist ganz anders, als viele denken. Die Lage an einem wichtigen Oderübergang begünstigt schon früh eine Besiedlung. Unter der Herrschaft der Markgrafen entsteht eine prächtige barocke Residenz. Am Hof wirken namhafte Schauspieler und Musiker, so auch Johann Abraham Peter Schulz. Neben den Hugenotten aus Frankreich gibt es auch eine jüdische Gemeinde. Schwedt liegt unweit der A11 und der A20 zwischen Berlin und Stettin, polnisch Szczecin, einer der wichtigsten Ostseehäfen und eine der größten Städte Polens. Schwedt ist eine Brückenstadt zum Nachbarland Polen. Die Stadtbrücke überspannt die alte Oder, den Kanal. Durch die Oderauen führt die Brückenstraße zum Übergang über die Stromoder. Hier ist der Wassersport zu Hause. Senkrecht fahren, Fabi! Nicht ohne Grund ist Schwedt mit seinen 38 Sportvereinen zur sportlichsten Stadt des Landes Brandenburg 2009 ernannt worden. Von hier kommen Europameister, Weltmeister und Olympiasieger. Es ist eine lebenswerte Stadt mit viel Kultur und viel Sport. Hier wird viel für die Bürger getan. Es macht Spaß, in Schwedt zu leben. Das Bollwerk, die Promenade, strahlt in neuem Glanz und knüpft an alte Zeiten an. Neptun mit Seejungfrauen, eine Bronze des Schwedter Künstlers Axel Schulz. Rendezvous in Schwedt. Adler trifft Pipeline. Unter diesem Motto richtet Schwedt den Brandenburg-Tag 2010 aus. Über 100.000 Besucher und das ganze Land können sehen, wie Schwedt wirklich ist. Dynamisch, bunt und optimistisch. Schwedt, immerhin seit rund 750 Jahren mit Stadtrecht, ist durch moderne Bebauung geprägt. Im Zentrum trifft man auf Zeugnisse der reichen Geschichte. Die ehemalige Seifenfabrik. Das Haus war viele Jahre Sitz der Stadtsparkasse Schwedt bis zum Umzug in das neue Haus an der Lindenallee. Die Fußgängerzone. Und überall im Stadtgebiet grüne Inseln und Kunstwerke. Das Liebespaar küsst sich vor dem Standesamt. Das Amtsgericht besaß früher auch einen Gefängnistrakt mit spezieller Akustik. Der Bau war besonders hellhörig, was das Ausbrechen erschweren sollte. Die katholische Kirche. Die evangelische Kirche ist das älteste erhaltene Bauwerk im Stadtgebiet. In den letzten Kriegswochen wurde Schwedt fast vollständig zerstört. Mir gefällt, dass diese Stadt aus Trümmern wieder auferstanden ist. Dass sie auch nach der Wende diesen tiefen Absturz überstanden hat und heute eine Stadt ist, die man einfach gerne sieht, in deren Straßen man gerne spazieren geht. Eine Schwedter Spezialität, Trompe-l'œil-Malerei, optische Täuschungen mit Witz. Der Berlischki-Pavillon war die französisch reformierte Kirche der Hugenotten. Die Flüchtlinge bringen den Tabakanbau in Schwedt zur Blüte. Heute sind Mineralöl und Papierverarbeitung die beiden industriellen Standbeine der Stadt. Sie werden kontinuierlich ausgebaut.
Aus 100% Altpapier stellt man hier Kartons, Wellpappe und hochwertiges Magazinpapier her. Arbeit mit Zukunft. Über einen eigenen Hafen hat die Stadt direkten Zugang zur Ostsee. Selbst der Umschlag von Superschwerlasten ist möglich. Wegen der hohen Umweltstandards kann die Papierindustrie in direkter Nachbarschaft eines Nationalparks betrieben werden. Dicht am Stadtzentrum und mitten in unberührter Natur, Stadtfischer Zahn mit Räucherei und Privatmuseum. Im sauberen Wasser gedeihen Zander, Wels, Hecht und neuerdings sogar wieder Störe. Das Erlebnis, wenn man die Ansammlung von Adlern, die weiter östlich brüten, im Frühjahr kommen, wenn man da 10, 15 so eine großen Adler sieht, also da kann man eine Gänsehaut kriegen. Der deutsch-polnische Nationalpark Unteres Odertal ist Lebensraum für viele seltene oder geschützte Pflanzen und Tiere. In der Flussauenlandschaft rasten große Schwärme von Zugvögeln. Schwedt ist Ausgangspunkt für Kanu-, Fuß- und Radwanderungen in den Nationalpark. Ich bin immer wieder begeistert, wenn die 120 Vogelarten, die dann hier im Frühjahr ankommen, zu sehen sind, zu hören sind. Das finde ich ganz toll. Das Besucherzentrum des Nationalparks liegt im Ortsteil Krieven mit Museum und einem Aquarium, das den Lauf der Oder nachbildet. Die Wasserqualität hat sich in den letzten 20 Jahren wesentlich verbessert. Das Wasser der Oder ist für jedermann sichtbar viel klarer geworden. Bei den Themen Umwelt- und Hochwasserschutz arbeiten die Stromanrainer inzwischen eng zusammen. Trompe-l'œil-Malerei beim Aquarium. Ein Erlebnisbad für Groß und Klein. Trainingsort und Badespaß für Schulen, Vereine und Familien. Schweter sind Wasserratten. Das fängt schon früh an. Gut aufgehoben in der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe im Asklepios Klinikum Uckermark. Ich bin in Schwedt groß geworden und bin halt nach meiner Berufsausbildung wieder nach Schwedt zurückgekehrt. Und ja, wünsche mir eigentlich auch, dass es meinen oder unseren drei Kindern hier in Schwedt auch irgendwann mal so gut ergehen wird wie uns eigentlich in unserer Jugend. Das Stillcafé, Beratung und Hilfe für Eltern. Im Klinikum kommen jährlich rund 400 Babys zur Welt. Die Geburtshilfe ist nur eine von vielen modern eingerichteten Abteilungen. Das Klinikum Uckermark ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 435 Betten. Ein einzigartiges Zeugnis jüdischen Lebens in Brandenburg. Aufwendig und liebevoll rekonstruiert, das Synagogendienerhaus und das jüdische Ritualbad, die Mikwe. Schwedt ist natürlich eine historische Stadt, das man der Stadt auf den ersten Blick nicht ansieht. Aber wenn man sich genau mit der Geschichte befasst, dann stellt man fest, dass man doch viele Dinge finden kann in der Umgebung und in Schwedt selbst, die historisch begründet sind. Schwedt hat auch eine lebendige und spannende Kunstszene. Künstler erleben den Nationalpark, eine Ausstellung des Kunstvereins. Die Galerie am Kiez, ein umgebauter Tabakspeicher. Der Tabakbrunnen in der Innenstadt erinnert an die spannende Tradition der Tabakindustrie in der Uckermark. Eines der größten deutschen Anbaugebiete. Frauen fädeln die Blätter zum Trocknen auf. Eine Vorführung des Tabakmuseums. In einer denkmalgeschützten Trockenscheune dreht sich alles um Tabak. Überall standen die luftigen Scheunen zum Trocknen der Blätter. Einer der Tabakspeicher im Stadtgebiet dient nun als moderne Stadtbibliothek. Statt Tabakscheunen prägen heute die Anlagen der Mineralölverarbeitung das Bild.
Spitzentechnologie und hohe Investitionen in den Umweltschutz sorgen dafür, dass eine der größten Raffinerien Europas sich mit dem Nationalpark versteht. Und auch hier Illusionsmalerei. Sie zeigt, was hinter den Mauern geschieht. Und mehr, dem Tiger im Tank. Jedes 10. Auto in Deutschland fährt mit Kraftstoff aus der Uckermark. 1.100 Mitarbeiter verarbeiten mithilfe von Hightech pro Jahr etwa 12 Millionen Tonnen Rohöl. Kinder und Jugendliche bekommen in Schwedt gute Startchancen. In zahlreichen Schulen der Stadt, des Landkreises und freier Träger. Und auch hier wieder Kunst. Ein Stein der jungen Schweter Künstler Henrik Jering und Lars Wilhelm. Die Mädchenschule gehört der Vergangenheit an. Stattdessen gibt es eine eigene Musik- und Kunstschule. Unter deren Dach musizieren, singen, malen, tanzen und gestalten über 1000 Interessierte jeden Alters. 5, 3, 4, 1, drehen. Ja, Schwedt ist doch anders als so manch einer denkt. Kommt einfach her, schaut euch um, Schwedt rockt. Nach der Wende haben viele Schweter ihre Stadt verlassen oder sind aus der Platte ins Eigenheim gezogen. Mit einem Altersdurchschnitt von unter 30 war Schwedt eine der jüngsten Städte der DDR und hatte doppelt so viele Einwohner wie heute. Als die Astronauten noch Kosmonauten hießen, zog es Menschen aus der ganzen Republik in die Stadt, die sich nun wieder gesund schrumpfen muss. Sie reagiert mit kreativen Konzepten und wird dafür mehrfach ausgezeichnet. Stadtumbau hat eben zwei Facetten. Einmal Abriss, wieder mit dem Wort arbeitend, so ungefähr die Pflicht. Und die Kür ist aber dann eben der Stadt wieder ein Gesicht zum Wasser zu geben. Und diese Facetten machen wirklich richtig Spaß. Und ich bin sehr gerne Bürgermeister dieser Stadt. Weniger Masse, mehr Klasse. Die Kita in der Platte wird zum Märchenschloss. Und ebenso wie an Kinderfreundlichkeit wird beim Stadtumbau auch an die Älteren gedacht. Mit Fahrstühlen, Handläufen, breiten Eingängen und lichten Räumen. Alte und Junge sind willkommen. In einer dynamischen, sicheren und gepflegten Stadt am Wasser. Mit einem Nationalpark direkt vor der Tür und einem eigenen Theater mit festem Ensemble. Wer hat das schon? Viel Vergnügen in Schwedt. Vom ersten bis zum letzten Akt. Schwedt ist einfach schön.